zusammen und grüezi aus dem Kanton Appenzell. Geplant sind 3 Appenzeller Klassiker. Zuerst möchte ich zum Seealpsee laufen, dann weiter zur Meglisalb, dann das Wahrzeichen von der Biermarke Quellfrisch überqueren, wieder zurück zum Seealpsee und von dort aus dann weiter hoch zum Escher. Ich bin schon ein paar Mal im Appenzell wandern gewesen, damals habe ich aber noch keine Videos gedreht. Darum nehme ich heute die Kamera mit und ich freue mich auf super Aufnahmen. Ich bin jetzt hier direkt am herrlichen Seealpsee. Ich bin von Wasserauen bis hierher gelaufen. Nun vom Seealpsee möchte ich weiter zur Meglisalb laufen. Die sollte dort irgendwo liegen. Dann werde ich das Markenbild von Quellfrisch überschreiten, dort wieder zurückkommen, wieder an den Seealpsee und dann dort hoch in die Richtung zum Escher. Thank you.
So, ich war bereits beim Berggasthaus Messmer. Ich habe mich spontan umentschieden, doch nicht wieder runter zum Seealpsee zu laufen, sondern direkt vom Messmer zum Escher zu laufen. So spare ich mir den Abstieg zum Seealpsee. Meinem Knie geht es eigentlich fast wieder zu 100% gut, deswegen wäre das eigentlich kein Problem gewesen. Dennoch habe ich heute irgendwie nicht so Lust auf den Abstieg. Deswegen laufe ich jetzt den Höhenweg zum Escher. Meine Runde ist beendet. Ich bin jetzt noch vom Escher rauf zur Ebenalp gelaufen. Ich werde gleich mit der Gondel runterfahren. Das war mal wieder eine herrliche Tour. Ich bin immer wieder begeistert von Appenzell. Die Landschaft sieht so surreal aus. Einfach fantastisch schön. Passend zum Abschluss des Tages werde ich mir gleich noch einen Quellfrisch holen und auf diese schöne Wanderung eintrinken. Bis zum nächsten Mal. Prost!